Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben heute sehr schöne Botschaften. Das ist aus Amietras Surreal Lenormand. Also es ist sehr, sehr farbgewaltig, dieses Lenormand. Wir haben ja als allererstes die Karte vom Hund. Ja, der Hund ist loyal und steht für Freundschaft und Freundlichkeit und Treue vor allen Dingen auch, ja. Und hier ne, kommt heute auf jeden Fall ein Thema, was damit zu tun hat. Wir haben den Brief. Ja, hier so eine Message in a Bottle, die durchkommt. Ne, eventuell auch, wie gesagt, Nachrichten, Gespräche, die damit zu tun haben. Und wir haben das Herz. Also es könnte sein, dass hier loyale Liebesbotschaften auf euch zukommen. Ja, manchmal erwartet man das nicht. Vielleicht ist es aber auch so diese Auseinandersetzung irgendwie mit sich selber. Ja, was Treue und was Loyalität bedeutet. Gerade was Liebesangelegenheiten angeht. Ne, die einen oder anderen werden bestimmt die Verletzungen aus der Vergangenheit haben. Wo jemand fremdgegangen ist, wo jemand nicht loyal gewesen ist. Und das kann auch durchaus in Freundschaften sein. Ja, manchmal gibt es auch Freunde, die einem irgendwie Messer in den Rücken reinhauen. Das muss nicht immer unbedingt jetzt was mit Liebesangelegenheiten zu tun haben. Hier haben wir aber schon den kleinen Hint darauf, weil das Herz eben da ist, dass es etwas ist, was ne, emotional ist. Und ich glaube, hier kann tatsächlich etwas in die Ausheilung gehen. Ja, vielleicht kommt auch jemand zu euch und ne, bestätigt die Treue und die Loyalität zu euch durch ein Gespräch oder eben auch durch eine Nachricht, die reingeflattert kommt. Und ja, seid gespannt ja, auf diese Botschaften und natürlich auch über die energetische Ebene, was sich da für euch tut. Okay, alles Liebe und alles Gute und bis bald. Bye bye.